In diesem Video geht es darum, wie du Telekommunikation erfolgreich an der Haustür verkaufst, bedeutet 100 bis 200 Verträge Eigenumsatz im Monat oder mehr erreichst. Wir haben bisher hunderten Leuten in dem Bereich geholfen und deswegen schau genau aufmerksam zu und du wirst hier sehr, sehr viel lernen, wie das Ganze für dich funktionieren kann. Das erste, was die meisten Leute falsch machen im Telekommunikationsvertrieb, ist auf den Router zu pitchen. Ja, die Leute, die Kunden in der Haustür, die sind nicht mehr so bescheuert. Du schreibst damit nur irgendwelche Assis auf. Aber wenn du da hingehst und sagst, oh, ich muss jetzt mal ihren Router überprüfen, ich muss mal checken, ob da noch alles okay ist. Oder auch sowas wie, ich bin der Neuberater an ihrer Postleitzahl und soll sie über die neuesten Produkte informieren. Das ist verkaufspsychologisch komplett bescheuert. Es klappt nicht in der Praxis. Und das Hauptproblem, was du dadurch hast, ist, dass die meisten nicht checken, worum es hier geht. Die verstehen nicht, dass es ein Wechsel ist. Bei denen, wo du damit reinkommst, die denken dann erstmal, dass du von deren Firma bist, dass du hier irgendeine Umstellung machst, dass du ein Techniker bist und so weiter und so fort. Und dann wird ja immer von den Verkäufern drin versucht, das Ganze zu drehen. Also drin wird dann auf einmal auf den Vertrag gepitcht und so weiter. Und das sorgt auch für einen schlechten Ruf im Door-to-Door. Das sorgt aber auch vor allem für sehr, sehr viele Stornos. Und es sorgt auch dafür, dass du einfach nicht so gut reinkommst und viel, viel weniger verkaufst, als du letztendlich einfach könntest. Der zweite Punkt, den sehr viele falsch machen, ist die Einwandbehandlung. Das bedeutet, es werden Einwände extrem schlecht nur behandelt. Bei keinem Interesse gehen die meisten Leute schon weiter, weil der Kunde hat ja kein Interesse. Oder es werden nur so Standard-Einwände gebracht, wie hey, die Leitungen wurden hier modernisiert. Wir sind da, sehr immer auf die neuen Leitungen umzustellen. Ja, nee, habe ich aber gar kein Interesse daran. Das müssen wir aber machen, sonst wird das Internet abgestellt. Also es wird teilweise auch sehr, sehr unsauber in dem Bereich gearbeitet, obwohl das sauber viel, viel besser funktioniert. Und wir das auch mit hunderten Kunden bei uns letztendlich bewiesen haben, egal um welches Telekommunikationsprodukt es geht. Ja, das bedeutet, Einwandbehandlung muss richtig gelernt werden. Du musst in der Lage sein, innerhalb von wenigen Sätzen Menschen zu überzeugen. Du musst verstehen, was der Unterschied ist zwischen Einwand, Vorwand und Beschwerde. Du musst auch grundsätzlich verstehen, was es bedeutet, Einwände wegzuwischen versus zu argumentieren. Ja? Meistens, die meisten Einwände kannst du erstmal kurz wegwischen. So, wenn der Kunde sagt, ich habe kein Interesse und du antwortest erstmal, natürlich haben sie kein Interesse. Hätten sie Interesse gehabt, hätten sie schon lange gewechselt, dann müsste ich gar nicht da sein, hätte keinen Job. Also vielen Dank dafür. Schauen Sie aber mal ganz kurz und dann musst du auf die Handlungsaufforderung gehen. Ja, im besten Fall gehst du auf die letzte Telekommunikationsabrechnung, also Telefon- und Internetabrechnung. Die kriegen Kunden einmal im Monat zugeschickt. Weil wenn du eine Handlungsaufforderung mit drin hast, und das ist ein sehr relevanter Punkt, dann sind Kunden ins Gespräch involviert. Gerade bei Deutschen ist das richtig wichtig, weil wir Dinge zu Ende bringen wollen. Und psychologisch betrachtet, wenn jemand anderes für dich etwas tut, also dir einen Gefallen tut, dann fragt man sich ja immer, wer mag eigentlich wen danach mehr? Und man denkt immer, ja, okay, mir wurde ein Gefallen getan, also mag ich ihn danach mehr. Psychologisch betrachtet ist es aber so, dass die Person, die einem den Gefallen tut, einen danach mehr mag. Und du durch eine Handlungsaufforderung auf die letzte Internet- und Telekommunikationsabrechnung dafür sorgst, dass Kunden involviert sind in den Prozess, dass sie ihn zu Ende führen wollen, dass du mehr Sympathie hast. Was glaubt ihr, wie viele hunderte Male es bei mir in der Haustür gewesen ist, wo ich richtig stark viel Einwandbehandlung gemacht habe? Nicht nur den Einwand weggewischt habe, sondern wirklich danach richtig argumentiert habe und Einwände richtig behandelt habe. Und der war eigentlich schon voll angepisst und so weiter und so fort. Aber ich habe ihn dazu gebracht, mir die Abrechnung zu bringen. Auf einmal kommt er wieder und ist der netteste Mensch der Welt. Und das wirst du erleben. Deine Handlungsaufforderung kann aber nicht sein, ich muss mir den Router angucken oder irgendwelche Falschaussagen zu tätigen, dass das Internet abgestellt wird und was auch immer. Und leider Gottes im Telekommunikationsbereich, egal um welche Firma es handelt, ist richtig viel unsauberes Arbeiten einfach der Fall. Es sind aber meistens Leute, die eine richtig dunkle Aura haben, die das die ganze Zeit machen, die so richtig schmierig sind unterm Strich, die auch gar nicht so viel Geld verdienen, wie sie tun. Das bedeutet, lern lieber, wie das auf saubere Art und Weise funktioniert, sodass der Kunde richtig gerne mit dir einfach im Gespräch ist und auch richtig gerne einfach bei dir kauft. Der nächste Punkt, der erstmal eine der wichtigsten Sachen ist, ist einen vernünftigen Pitch halt hinzubekommen. Wir haben jetzt bereits gelernt, dass man nicht auf Router pitchen soll oder sowas, sondern was du wirklich brauchst, ist einen psychologisch fundierten Pitch.
der innerhalb von 20, 30 Sekunden so sehr triggert, dass der Kunde dir deine oder seine Internetabrechnung bringt, seine letzte Telefon- und Internetabrechnung und er damit involviert ist ins Gespräch. Du kannst auch auf den Kontoauszug gehen, du kannst im Worst Case, nachdem du ihm erstmal klar gesagt hast, was du anbietest und so weiter und so fort, auch dann auf die Kabelbuchse oder den Router gehen, aber du darfst niemals darauf direkt am Anfang einfach pitchen und erst recht nicht unter falschen Tatsachen das Ganze machen. Ja, gute Pitches enthalten viele verschiedene Bausteine an der Haustür. Ich werde dir das natürlich nicht alles hier in diesem Video auf YouTube verraten, sondern nur immer bei uns intern im Training. Aber Fakt ist, du musst in der Lage sein, richtig, richtig gut einfach zu pitchen. Was unbedingt gelernt werden muss von dir, ist Closing mit Pencil Selling, dass du beim Kunden nicht nur ein Produkt verkaufst, sondern im besten Fall direkt mehrere Produkte. Und viele haben das Problem, Kunden die Produkte anzubieten, die sie verkaufen, weil sie sich denken, es gehört sich nicht oder ähnliches. Oder einfach Angst, das auch anzusprechen. Dabei kannst du das mit Pencil Selling extrem simpel beim Kunden vor Ort einfach machen, um direkt mehrere Produkte einfach zu verkaufen und den Kunden einfach vollständig unterm Strich einfach zu beraten. Ja? Was ich auch übelst viel bei richtig vielen Leuten im Telekommunikationsvertrieb gesehen habe, ist entweder das eine Extrem oder das andere Extrem. Das eine Extrem ist, dass sie extrem faul sind. Das bedeutet, überhaupt nicht richtig arbeiten, überhaupt nicht diszipliniert bei der Sache sind. Sondern so lapidar hier und da irgendwo an der Tür sind. Das ist meistens bei der Firma, wo alle mit der roten Jacke unterwegs sind und selbstständig sind, da ist die Work Ethic teilweise richtig im Keller. Und ich sehe das bei Kunden von uns, die bei uns im Training sind, die dort einen Pro-Kopf-Schnitt von über 120 bis 130 Verträgen pro Person haben im Monat, die über 3000 Kunden im Monat schreiben mit gerade mal 20 Mitarbeitern, wo die Work Ethic on Peak ist, versus vielen, vielen anderen Teams dort, wo die meisten Mitarbeiter einfach übelst demotiviert sind. So, und dann, wenn du aber eher für einen der größten Telekommunikationsanbieter in Deutschland tätig bist, wo deine Jacke tendenziell eher einen Grauton hat an der Haustür mit zusätzlichen etwas pinken Farben, und du weißt, denke ich mal, was ich meine, dann ist eher das andere Extrem der Fall, dass die Leute dazu verdonnert werden, jeden Tag bis 20 Uhr in der Haustür zu stehen, keine private Zeit mehr richtig haben, vollkommen unausgeglichen sind und diese ganze Zeit, die dort investiert werden muss an der Haustür, in erster Linie auch nur investiert werden muss, weil schlecht, falsch oder gar nicht ausgebildet wird und Führungskräfte teilweise nicht selber richtig wissen, was zu schulen ist, um im Vertrieb richtig erfolgreich zu werden. Und das kann es nicht sein. Du brauchst einen guten Mittelweg. Du solltest Zeiten haben, wo du richtig hart arbeitest. Du solltest Zeiten haben, wo du locker arbeitest, aber trotzdem hohe Ergebnisse erreichst. Aber es kann nicht sein, dass du entweder gar nicht oder voll faul bist die ganze Zeit oder jeden Tag bis 20, 21 Uhr an der Haustür stehen musst, um irgendwie über die Runden zu kommen, deine Zahlen letztendlich einfach reinzuholen. Sondern du solltest als erfolgreicher Verkäufer, und das ist mehr als möglich, 14, 15 Uhr fertig sein, ja, mindestens 5, 6, 7 Neukunden einfach geschrieben haben und dann in der Lage zu sein, nach Hause zu fahren, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Aber dafür musst du einfach richtig verkaufen können und kannst nicht so einen 0815-Pitch, 0815-Einwandbehandlung und so weiter und so fort an der Haustür anwenden. Es funktioniert definitiv einfach nicht. Ja? Wenn du selber Bock hast, Telekommunikationsvertrieb auf einem hohen Niveau zu lernen, das bedeutet, dass du über 100, über 200 oder sogar über 300 Abschlüsse in einem einzigen Monat erreichst, dann geh einmal auf shs.de, trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Wir haben alles in deinem Bereich durchgespielt mit Hunderten, über Hunderten Telekommunikationsverkäufern in Deutschland, wo wir auch einen einzigen Rekord nach dem anderen einfach aufgestellt haben. Von daher sehen wir uns im Erstgespräch. Bis dahin, liebe Grüße aus Berlin. Ciao.